Willkommen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt. Hier fliegt der Weihnachtsmann. Zweimal täglich um 17 und um 19 Uhr schwebt der Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten über dem staunenden Publikum auf dem Dr. Ruhrplatz. Der fliegende Weihnachtsmann ist eine Hochseilshow der berühmten Artistenfamilie Falco Traber. Eine besondere Showeinlage gibt es an den Wochenenden, die in dieser Form deutschlandweit einzigartig ist. Nachdem er den Schlitten verlassen hat, saust der Weihnachtsmann an einem Seil über 84 Meter vom Dach des Sparkassengebäudes zu den Menschen herunter. Kurz darauf widmet sich der Weihnachtsmann dann auf der Bühne kleinen und großen Besuchern. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept? Manchmal mischt er sich aber auch mitten unter die Menge. Nicht zu übersehen sind die 5 Riesenweihnachtsmänner auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt. Jeweils beeindruckende 6 Meter hoch flankieren sie den Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt. Während einer der Weißbärtigen die Besucher schon am Hauptbahnhof begrüßt, bilden seine 4 Ebenbilder eine Parade entlang des festlich geschmückten Boulevards. Dort dreht sich auch das historische Holzriesenrad von 1921. Auch fast 100 Jahre nach seiner Premiere ist die Fahrt in ihm ein wahrhaft schwungvolles Erlebnis. Experten wissen, der Bochumer Weihnachtsmarkt gehört mittlerweile zu den Top-Weihnachtsmärkten in Deutschland. Die Aussteller freuen sich über mehr Besuch, auch aus anderen Regionen sowie den Niederlanden. Der mittelalterliche Markt rund um die Pauluskirche, die Kinderbäckerei und zahlreiche liebevoll geschmückte Stände machen den Bochumer Weihnachtsmarkt so beliebt. Sternenhimmelambiente erwartet die Gäste des Bochumer Weihnachtsmarktes auf dem Husemannplatz. Der Jobsiadebrunnen des Bildhauers Karl Ulrich Nuss steht quasi unter Sternen. Herabhängende Leuchtfäden des 15x15 Meter großen und 6 Meter hohen Lichterdaches schaffen eine ganz spezielle Atmosphäre und laden zum gemütlichen Verweilen an den umliegenden Glühwein- und Imbissständen ein. Ein echter Besuchermagnet ist der Märchenwald auf dem Boulevard. Inmitten von mehr als 100 Tannen warten neben anderen Märchen Rotkäppchen, Pinocchio oder Brüderlein und Schwesterlein. Die liebevoll gestalteten Hütten ziehen große und kleine Besucher des Bochumer Weihnachtsmarktes gleichermaßen in ihren märchenhaften Bann. Jedes Märchen ist liebevoll in einer Holzhütte zu sehen und zu hören. Wir wollen miteinander in die weite Welt gehen. Der Bochumer Weihnachtsmarkt ist ideal, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Sei es, um Geschenke für die Liebsten an den Ständen zu kaufen oder sich selbst kulinarisch im stimmungsvollen Ambiente zu verwöhnen. Überzeugen Sie sich selbst und sehen den fliegenden Weihnachtsmann. Genießen die einzigartige Atmosphäre des Bochumer Weihnachtsmarktes.